25. genau, Februar 1964, heute vor 60 Jahren, wurde Cassius Clay, der sich später Muhammad Ali nannte, zum jüngsten Boxweltmeister im Schwergewicht. 9-mal verteidigte er seinen Titel. Steffen Hutmann erzählt uns nochmal seine Geschichte. Hello everybody, I'm Steve Ellis here at ringside, Miami Beach Convention Hall. We're almost all set to go for that World Heavyweight Championship fight. Als sich Reporter Steve Ellis an diesem Abend aus Miami Beach meldet, kann er nicht ahnen, dass er Zeuge und Übermittler eines historischen Moments werden wird. Schließlich stehen die Wetten 7-1 für den Titelverteidiger. And into the ring now comes the somber and menacing figure of Charles Sonny Liston, the champion, aptly named the most frightening man in the world. Düster, bedrohlich, der furchteinflößendste Mann der Welt. Das ist das Image von Weltmeister Sonny Liston. Ein verurteilter Straftäter mit Verbindungen zur Mafia, ausgestattet mit unvergleichlicher Schlagkraft und Aggressivität. Den vormaligen Weltmeister Floyd Patterson hat er 2-mal in Runde 1 auf die Bretter geschickt. Er sei unbesiegbar, heißt es. Nur einer glaubt das nicht. The challenger from Louisville, Kentucky. The former Olympic light heavyweight champion, Cassius Clay. Cassius Clay aus Louisville, Kentucky, ist erst 22 Jahre alt, gilt aber als hochtalentiert. Mit 18 hat er bei den Olympischen Spielen in Rom Gold gewonnen. Seitdem hat er sich als Profiboxer einen Namen gemacht, durch 19-0 Siege und ein loses Mundwerk. Vor dem Kampf gegen Liston lässt er einen Bus bedrucken. In Runde 8 wird Liston K.O. gehen, steht darauf. Damit fährt er zu Listons Haus mitten in der Nacht. In seiner Unterwäsche kam er vor die Tür mit einem Knüppel. Hau ab, sagte er. Und ich sagte, du hässlicher Bär, in Runde 8 hau ich dich K.O. Vielleicht hat diese Form des Trash-Talks Liston verunsichert. Wahrscheinlich aber hat er seinen Gegner unterschätzt. Der Kampf jedenfalls läuft ganz anders als erwartet. Schweben wie ein Schmetterling, zustechen wie eine Biene. Das war Cassius Clays Mantra und so kämpft er. Tänzelnd, scheinbar mühelos, weicht er den Schlägen seines zunehmend schwerfälligen Gegners aus. Dann sticht er zu, immer und immer wieder. Look at this. He's taunting him. He's making a fool of the champion. Nach 6 Runden sitzt Sonny Liston ermattet in seiner Ecke. Als der Gong zur Runde 7 ertönt, steht er nicht mehr auf. Eine Schulterverletzung wird später als Grund angegeben. Vermutlich weiß Liston aber einfach, dass dieser Kampf für ihn verloren ist. Cassius Clay ist neuer Weltmeister im Schwergewicht. And Cassius Clay has won after 6 rounds. A sensation, Glenn, all sensation. It's all over at the end of the 6th round. But Cassius Clay is the new champion of the world. Dem verdatterten Reporter Steve Ellis brüllt er wenig später immer wieder dieselben Sätze ins Mikro. Be the greatest. I told the world I am the king of the world. Hold it. I'm pretty. I shook up the world. Wait a minute, Cash. You must listen to me. Die Welt erschüttern will er, der sich mit 22 schon für den Größten hält. Cassius Clay will er ab sofort nicht mehr heißen. Es ist für ihn ein Sklavenname. Er konvertiert zum Islam, verweigert den Kriegsdienst in Vietnam und kämpft an der Seite von Malcolm X für die Bürgerrechte der schwarzen Bevölkerung. Der WM-Kampf am 25. Februar vor 60 Jahren markiert den Beginn einer neuen Ära im Boxsport und die Geburtsstunde einer Ikone. Muhammad Ali. Steffen Hunemann über den US-amerikanischen Boxweltmeister Cassius Clay bzw. Muhammad Ali.